Alter, schau mal, was ich krasses entdeckt habe. Das hier sieht aus wie ein Schwimmbad mit vielen Rutschen. Krass, oder? Das ist aber kein Schwimmbad. In Wirklichkeit ist es der größte Marx-Generator der Welt. Er wurde 1970 in der Nähe von Moskau zum Testen der Blitzisolation von Flugzeugen gebaut. Genutzt wurde er aber später vor allem für wissenschaftliche Tests. Die Sowjets wollten eine Blitzwaffe bauen, um die Amis platt zu machen. Hat aber nicht so richtig geklappt. Heute ist das Teil nur noch sehr selten in Betrieb, denn es ist mega teuer. Ein einziger dort erzeugter Blitz setzt mehr Energie frei als alle Kraftwerke in Russland zusammen. Lull. Lass mal dort Handy laden.